Ich bin heute Morgen hier in Frankenau an der Stelle, wo wir hoffentlich im nächsten Jahr dann einen Markt sehen können. Wir haben hier in Frankenau schon seit einem längeren Zeitraum über die Nachfolge, über eine zukünftige Regelung für die Nahversorgung nachgedacht, sind sehr frühzeitig, der erste Stadtrat und ich, mit dem hiesigen Betreiber, dem Matthias Möbus, ins Gespräch gegangen. Es war im Januar 2017, wo wir gemeinsam, der Matthias Möbus und wir beiden, verabredet haben, mit Edeka über einen neuen Markt hier in Frankenau auch zu sprechen. Matthias Möbus hat ja auch mal eigene Überlegungen. Sie kennen alle das Gebäude 1918 oder 1819, das Gebäude vorne zur Straße Richtung Korbach. Da war ja von ihm auch mal die Idee geboren. In vielen Gesprächen wurde diese Fläche dann hier gemeinsam mit Edeka und Fachbehörden auserkoren und somit haben wir uns dann auf die Reise begeben, hier Baurecht schaffen zu wollen. Baurecht zu schaffen ist ein komplexes Thema und dieses komplexe Thema, Sie sehen den dicken Ordner von Herrn Ulrich, braucht einen gewissen Zeitraum, braucht Zeit und hat mit vielen Töpfen zu tun, aber da wird Herr Ulrich gleich auch noch mal zwei, drei Sätze zu sagen. Das ist das eine, Baurecht schaffen, dass Edeka dann den Markt auch hier auf dem Grundstück, was sie schon erworben haben, auch umsetzen kann. Parallel, und das ist so passend, und deshalb ist es ganz wichtig, dass heute auch Stefan Schaller hier ist und auch die Baufirma Münzel durch die Vertreten überholen. Wir haben hier in dem Bereich Sanierungsmaßnahmen an den Abwassersammler beauftragt. Wir werden hier den Abwassersammler an verschiedenen Stellen sanieren. Das hätten wir so oder so irgendwann machen müssen. Das passt jetzt. Und die EWF ist dabei, die Verkabelung neu zu sanieren. Hier vorne das Häuschen neu einzurichten, komplett auf neuesten Stand zu bringen, wie mir mein Haus berichtete. Und somit passt das ganz gut. Wir haben in dem Sinne eigentlich hier eine Win-Win-Situation. Die EWF legt sowieso Leitungen. Und dadurch, dass Edeka sich hier ansiedeln wird, wird die Leitung einfach etwas dicker. Somit müsst ihr nicht nochmal nächstes Jahr aufreißen. Also, die Arbeiten EWF, die Arbeiten Stadt mit dem Kanal und dann die Schaffung des Baurechts, um hier dann den Markt zu erschließen, kommt jetzt alles zusammen und somit treffen sich die Interessen an der Stelle ganz gut. Das wird sicherlich hier und da dann auch wirklich für Synergien sorgen, die wir dann auf beiden Seiten dann auch haben. Ständig. Können wir mal ein Stückchen weiter gehen? Oder willst du gerade mal? Ja, ich will das. Wenn der dann steht, das dauert noch eine gewisse Zeit und dann haben wir eine sogenannte Beteiligung, das heißt, das wird offengelegt, der Bebauungsplan, dann werden die Träger öffentlicher Belange dort angeschrieben, bekommen die Unterlagen. Das sind ungefähr 20, 25 verschiedene Behörden, untere Naturschutzbehörde, obere Naturschutzbehörde, Wasserbehörden, Denkmalschutz. Es gab schon Ortstermine mit der Naturschutzbehörde, bevor hier überhaupt Baurecht geschaffen werden sollte. Da war dann der Wunsch, dass man hier ein Artenschutzgutachten macht aufgrund des Teiches und weil hier noch sehr viel Flora Fauna steht. Das wurde dann auch gemacht. Ist uns auch sehr wichtig gewesen, dass man natürlich hier den Artenschutz auch betrachtet. Und der Herr Breder hat dann dort auch noch, oder können Sie noch was zu sagen, glaube ich. Ne? Also wichtig ist ja, was Sie gerade sagten, hier hat man mit den Töps, das sind die Träger öffentlicher Belange, zu tun. An der Zahl waren 20. 23, ja. Und die werden an dieser Stelle natürlich werden und müssen komplett mitgenommen sein. Wir können sagen, dass das Verfahren bisher auch mit den Beteiligten sehr kooperativ und gut verlaufen ist. Zusammenarbeiten, dann setzen wir es auch zusammen und machen das gleich mit. Heraus kamen 2 Kilometer Mittelspannungs-, also 20 KV-Kabel. Heraus kam ein neues Schalthaus und vom Rathaus sind wir auch am Buddeln und Erneuern auch mit. Alles in allem Investitionen in Frankenau von 670.000 Euro. 670.000? Es begann mit dem Anruf, wir kommen Edeka Matte, wir brauchen mehr Leistung. Und das ist jetzt das Ende, was rauskam. Nur es wäre wirklich unsinnig, jetzt dieses partiell zu verstärken und alles andere nicht zu machen. Dann gehen wir einmal richtig durch, was ist passiert. Was spannend ist, wir legen noch Leerrohr mit dem Thema Breitband, wo beschäftigen wir uns ja auch. Dass wir dann dort gegebenenfalls dann das Leerrohr bespielen können mit Breitband, wenn es dann soweit ist. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir mit Edeka einen Betreiber oder eine Firma gewinnen konnten, die sich hier in Frankenau mit einem neuen Markt ansiedeln möchte.
wir reden schon seit einigen Jahren darüber, dass man die Lebensmittelnachversorgung auch hier in Frankenau langfristig sicherstellen muss. Und da gehört es natürlich dann auch dazu, dass man mit dem hiesigen Betreiber ins Gespräch geht. Und gemeinsam sind wir in 2017 auf den Weg gegangen, gemeinsam mit Edeka über einen neuen Markt zu sprechen. Deshalb spricht Edeka auch davon, von einer Marktveredelung, Standortveredelung, vom jetzigen zum neuen. Und wir freuen uns, dass Matthias Möbus sich bereit erklärt hat, hier auch als Betreiber einzusteigen. Für Frankenau ist das, denke ich, ein deutliches Zeichen und deutlicher Gewinn, dass wir hier die Nahversorgung auf sichere Beine stellen. Und so wie wir es aus der Bevölkerung auch rückgekoppelt bekommen, freuen sich schon viele drauf. Was uns natürlich an der Stelle sehr wichtig ist, dass man die Nachbarschaften, auch die Eigentümer der Flächen frühzeitig mitgenommen hat. Das haben wir sehr zeitnah getan. Wir nehmen heute noch die Nachbarschaft bei allen Veränderungen mit. Sie werden jetzt wieder angeschrieben, um bei der neuen Auslegung des Baurechts, des Baurecht- oder B-Plan-Verfahrens dann auch auf den aktuellsten Stand sein können. Und das ist auch, denke ich, ein wichtiges Signal, dass man hier jeden mitnehmen will und muss und sollte. Natürlich als Nationalparkstadt ist der Naturschutz, Artenschutz für uns auch eine ganz, ganz wichtige Säule, ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Das Gutachten ist vor wenigen Wochen bei uns eingegangen. Über einen gewissen Zeitraum wurde in verschiedenen Perioden hier vor Ort die Natur, die Flora, Fauna begutachtet, dass dementsprechend natürlich daran auch ein entsprechender Naturschutzausgleich geschaffen wird. Und das sieht alles gut aus. Wir haben hier tolle Maßnahmen schon im Entwurf. Die obere Naturschutzbehörde, die untere Naturschutzbehörde, obere Wasserbehörde, untere Wasserbehörde und alle anderen Träger öffentlicher Belange, die in diesen Bereichen mitspielen, mit denen sind wir im Gespräch und das läuft gut. Wir freuen uns und wir hoffen, dass wir dann spätestens 1.1.2022 oder Frühjahr 2022 dann auch hier einkaufen gehen können.